Good. Was geht ab, Freunde? Sascha von SG Gaming TVs Video und herzlich willkommen zu einer neuen Squad-Bilder von mir. Und dieses Team, was ich euch gleich vorstellen werde, ist im Moment das beste Team, was ich in FIFA 15 gespielt habe. Einfach nur einen schnellen Sturm nach vorne. Das Mittelfeld ist hinten und vorne gut und die Defensive ist auch sehr, sehr stark. Aber das Team kann ich euch nur empfehlen, kostet glaube ich 40.000 bis 50.000 Münzen. Und das Team spielen wir in der 4-3-2-1 Formation. Unser Manager ist Montella oder wie man auch immer aussprechen will. Italiener aus der italienischen Liga. Und dann beginnen wir gleich mal mit dem Torhüter. Das ist von Paris Saint-Germain. Sirigu 1,92 groß, hat mit 13.500 Münzen gekostet am 2.10. Jetzt ist er bestimmt noch 2.000-3.000 Münzen wert, weiß nicht ganz genau. 85 Hechten, 87 Reflexe, 84 Positionsspiel, also ein richtig starker Torhüter, 84 Gesamtbewertung geht völlig in Ordnung. Den kann ich euch echt empfehlen, hat einen guten Job da hinten gemacht oder macht einen guten Job. Rechter Innenverteidiger ist ebenfalls von Paris Saint-Germain, David Luiz. Ja, sehr schnell unterwegs mit 77 Tempo, 1,89 groß, hat schon 43 Spiele gemacht, 5 Tore, 5 Vorlagen, also auch gute Werte dafür. Hat auch einen guten Pass und einen guten Dribblingwert und seine Defensivwerte gehen auch völlig in Ordnung. Linker Innenverteidiger ist Mangala von Manchester City. Auch sehr schnell, hat nur ein Tempo weniger als David Luiz, 76 Tempo, 85 Physis aber dafür. Und seine anderen Werte, ja, Pass und Dribbling hat er nicht so viel, aber 79 Defense geht auch völlig in Ordnung. 1,87 cm groß, 8 Spiele erst gemacht, ein Tor hat er sogar auch schon gemacht. Ja, Bombeninnenverteidigung, guten Torwart und dann gehen wir zur Außenverteidigerposition. Linker Außenverteidiger ist Clichy, richtig schnell, 85 Tempo, reicht völlig aus als linker Verteidiger. 80 Defense ist auch gut und sein Pass und Dribblingwert geht auch völlig in Ordnung. Rechter Verteidiger ist nicht Walker, sondern Van der Wiel. Da ist er mit Anchor Chemistil, 1,81 groß, 85 Tempo, genauso schnell wie Clichy. Hat nur 900 Münzen gekostet. Und ja, seine anderen Werte gehen auch völlig in Ordnung. Jetzt gehen wir rein ins Mittelfeld zur Verteidigung, kann ich euch sagen. Das ist einfach nur richtig, richtig stark. Zwei schnelle Innenverteidiger, zwei schnelle Außenverteidiger und dann hinten drin noch Sirigu, der das 1 gegen 1 auch mal gewinnen kann. In Mittelfeld spielen zu einem in der Mitte als ZM Nainggolan von AS Rom. Richtig guter Roundwert, hat überall über 70. Sein Schuss ist ein bisschen schwach, aber er soll auch eher ein bisschen defensiver bleiben. Arbeitsraten sind auch richtig, richtig stark, meiner Meinung nach. Gefällt mir richtig gut. Hoch, hoch. 1300 Münzen hat er nur gekostet mit Maestro. Und ja, ein richtig starker ZM ist auch 1,76. Ist nicht so groß, aber das geht schon in Ordnung. Linker ZM ist ebenfalls von Manchester City, Fernandinho. Ich glaube, der teuerste aus dem Team, den ich mir halt am 28.11. gekauft habe. Die anderen sind ja, habe ich ja schon ein bisschen älter, deswegen waren sie da noch ein bisschen teurer. Fernandinho auch richtig gute Award-Werte. Auch alle Werte über 70. Sein schlechtester Wert ist der Defense-Wert. Sollte auch ein bisschen mehr offensiver mitmachen, hat aber Arbeitsraten von mittelhoch. Ja, ist halt ich kann auch sagen, das ist ein etwas defensives Mittelfeld, aber ja, lieber hinten die 0 als vorne zwei Dinger machen und dann hinten 3 reinkassieren. Also defensiv spiele ich echt lieber, weil das Verteidigen in 4-15 eh schwer ist. Rechter ZM, der letzte ZM ist Matuidi von Paris Saint-Germain. Sehr gute Defensivwerte, ist auch ein defensiver Mittelfeldspieler, kann aber auch offensiv was machen. 76 passen geht auch in Ordnung. 1,75 groß, hoch, hoch, Arbeitsraten. 4000 Münzen hat er gekostet mit Backbone. Und der Mittelfeld, wie gesagt, eher defensiver als offensiver. Es geht schon in Ordnung, weil die Offensive einfach nur richtig, richtig schnell ist. Zu einem ist das nicht LS, sondern LF. Da. Gervinho von AS Rom, 93 Tempo. Seine anderen Werte, ja, 83 Dribbling ist auch gut, 72 passen geht auch in Ordnung. Nicht so einen guten Schuss, aber der macht auch schon 1 gegen 1 dicke Dinger rein. Finisher hat er noch bekommen, da bekommt er Schuss und Physis mehr. 3 Spiele, 3 Tore, eine Vorlage, also schon richtig gute Werte. Rechter Flügel ist
ihr Turbe, ebenfalls von AS Rom, ebenfalls fast so schnell wie Gervinho, hat ein Tempo weniger, 92 Tempo, 84 Dribbling, also auch ein richtig schneller Außenspieler und hat auch Finisher bekommen, weil er auch nicht so einen guten Schuss hat und keine gute Physis hat. Vier schnelle Spezialbewegungen hat Gervinho nicht, aber dafür ihr Turbe. Gefällt mir richtig gut, die Tore, sieht man wahrscheinlich auch an den Statistiken. 3 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen, richtig schneller rechter Flügel, der mir im Moment immer noch oder im Moment richtig gut gefällt. Und Stürmer, den könnte ich ja eigentlich schon denken, Serie A, schnell, ja, Victor Ebavo, 4 schnelle Spezialbewegungen bekomme ich hier 15. Meiner Meinung nach noch besser als in FIFA 13, weil er halt 4 schnelle Spezialbewegungen hat und dafür mehr Tricks machen kann, die ich auch besser kann. 1,81 ist halt groß, 78 Physis geht auch in Ordnung, 91 Tempo natürlich, 93 Gervinho, 92 Etobe, 91 hier Bravo. Hat bei mir schon 43 Spiele gemacht, 25 Tore, 6 Vorlagen, also 31 Scorerpunkte, was auch ziemlich stark ist meiner Meinung nach. 71 Schuss vielleicht nicht so, ja, nicht so gut als Stürmer, aber das geht eigentlich schon in Ordnung. Er ist halt OP. Und das war's schon von diesem Squad Builder. Ich werde euch in den Titel packen, wie teuer das Team ist. Ich glaube 40.000 bis 50.000 Münzen müsste das auf der PS3, PS4 sein. Der teuerste im Moment müsste Fernandinho eigentlich sein, weil ich den halt am 28.11. gekauft habe. Die anderen waren günstiger, die ich an dem Datum gekauft habe, und die davor, die sind halt schon ein bisschen älter und da war der Preis noch höher. Jetzt sinkt der Preis natürlich. Falls ihr jetzt denkt, der Preis sinkt gar nicht oder so, warum sinkt der Preis? Guckt mal in die bei den letzten Videos vorbei. Ich glaube, das letzte oder vorletzte Video habe ich Mark Crash, also über 4.15 Ultimate Team Mark Crash gemacht, weil die Preise jetzt hammer sinken. Team of the Year kommt auch bald raus. Also schaut gerne mal rein. Mache ich auch am Ende des Videos. Könnt ihr einfach raufklicken, dann kommt ihr zum Video. Und dann war es das schon von diesem Squad-Bild. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann haut rein, bis zum nächsten Video und ciao. So I love you.